Fire and Rain. Die ersten 8 Schritte. Ein Rockcross vorwärts mit links beginnt. Wir kreuzen den linken Fuß über den rechten, Gewicht wechseln und wieder zurück. Jetzt setzen wir den linken Fuß links ab, kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen den linken Fuß nach hinten ab, weil wir noch eine Vierteldrehung nach links machen. Jetzt machen wir eine halbe Drehung mit einem Shuffle vorwärts. Wir setzen den rechten Fuß vorn ab, machen eine Drehung nach rechts, den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn absetzen. Und jetzt kommt noch ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den linken Fuß nach hinten, locken den rechten Fuß vor den linken ein. Jetzt kommt ein Lockshuffle zurück mit links. Den linken Fuß nach hinten, den rechten wieder vorn einlocken und den linken Fuß nach hinten absetzen. Jetzt machen wir eine halbe Drehung rechts rum, setzen den rechten Fuß vorn ab und machen noch eine halbe Drehung und setzen den linken Fuß hinten ab. Und zum Schluss noch ein Coaster Cross mit rechts beginnt. Den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß kreuzen wir über den linken. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den linken Fuß links ab. Den rechten Fuß hinter den linken. Den linken Fuß nach links und ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß vor den linken absetzen, das Gewicht wechseln und zurück. Jetzt machen wir ein Shuffle mit einer halben Drehung rechts rum. Wir setzen den rechten Fuß nach hinten, drehen uns schon nach rechts, den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Und zum Schluss ein Rock Cross vorwärts. Wir kreuzen den linken Fuß vor den rechten, wechseln das Gewicht und wieder zurück. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Die letzten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den linken Fuß mit einer Vierteldrehung nach links ab. Ein Schritt halt. Jetzt setzen wir die rechte Fußspitze neben den linken Fuß ab, machen einen kleinen Sprung nach vorn und jetzt gehen wir 2 Schritte im Kreis nach rechts. 1, 2. Und ein Shuffle vorwärts
in Richtung 9 Uhr. 1 und 2. Ich zeige diese letzten 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt beginnt der Tanz normalerweise von vorn, aber es gibt zwei Brücken. In der dritten und sechsten Runde werden folgende Schritte nach der dritten Sequenz, also nach 24 Schritten, hinzugetanzt. Den linken Fuß zur Seite, den rechten Fuß dahinter. Jetzt machen wir ein Rockside mit links, den linken Fuß zur Seite, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Ich zeige diese vier Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, nach den 24 Schritten kommen diese vier Schritte hinzu in der dritten und sechsten Runde. Und nach den hinzugefügten Schritten beginnt der Tanz wieder von vorn. Also die letzten 8 Schritte nicht tanzen. Und jetzt beginnt der Tanz von vorn.